It was beyond belief. I partook in the battle against the demon Lord Bale. I saw Zoltan Kul. He spoke with Tal Rasha, saying only an archangel's weapon could damage the Worldstone. Was wissen ist, dass wir natürlich längst haben, die wir Diablo 3 gespielt haben. Well, that makes things complicated. The Master seemed to only know of two such weapons gracing Sanctuary with their presence. One was Eldruin, a weapon belonging to Tyriel. Good luck getting him to let go of it. The other, however, was called Ylnira. It was bequeathed by an angelic artisan to her child, and hidden away by the ancients. Supposedly, it rests within the Temple of Namari, on an island with the name Bylfen. Und wieder recyceln sie einen alten Ort. Die Faulmarschen haben wir in der Erweiterung von Diablo 3 gesehen. Und auch den Tempel von Namari. Ich assume, that's where you want to go next, yes. I believe I have one last gift I can offer you. A way to make your journey much shorter. Stay close to me, would you? So. Okay. Dann landen wir hier jetzt. Siegebal am Ende der Zerstörung. Habe ich. Abschluss des Abenteuers. Ja. Sehr gut. Hier muss ich immer noch die Kopfgelder abgeben. Das kann ich gleich noch machen. Als nächstes ist die Quest erreiche Stufe 40. Okay. Das Gatekeeping nimmt zu. Ist das wohl Fanservice oder um zu sparen? Oder beides? Ich vermute beides. Ich vermute, die Hauptbegründung dahinter ist, dass sie ganz viele Assets wiederverwenden konnten, die sie in Diablo 3 genutzt haben. Und sich bei der Entwicklung auf andere Dinge konzentrieren. Oh ja, wir gehen hier mal lieber. Das ist mir noch zu ouchen. Aber ich glaube, es ist auch ganz viel als Fanservice angelegt. Weil sie ganz bewusst versuchen, die Leute bei der Nostalgie zu packen. Das lohnt sich jetzt hier nicht. Zack. Und ab nach Westmark. So. Ja, das war der nicht ganz so epische Kampf gegen Baal. So, aber ich habe doch hier alles abgegeben, oder nicht? Bin ich irgendwie doof? Warum zeigst du mir das hier an? Das Problem ist, ne, mein OCD möchte gerne diese Markierung wegkriegen. Aber ich weiß nicht, was er von mir möchte. Ah, okay, er wollte, dass ich diese Truhe aufmache. Ah, schön. Dann können wir jetzt alle beruhigt schlafen gehen. Wir können noch mit Kane sprechen und hier bei der Öffnung des Reliquars der Hölle weitermachen. Der rote Punkt hat Tali auch schon Kirre gemacht. Schön, dass du mich verstehst. Ja. Also, ne? Spricht er ihn auch für mich an? Nee, das muss ich selber machen.
Ja, also ich glaube, dass da, wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich ist da ganz viel Fanservice mit dabei, aber genauso wichtig war, glaube ich, der Punkt, dass sie die ganzen Assets wiederverwenden konnten. Wir sehen, dass jetzt definitiv mit fortschreitender Story das Gatekeeping zunimmt. Ne? Jetzt muss ich plötzlich wieder 4 Stufen machen. 4 Stufen sind schon mehr als vorher, ne? Und vor allen Dingen kostet es mich auch länger, weil wir sind jetzt ja höher. Und ja, mal gucken, wie lange uns das dann kosten wird. Jetzt spreche ich mal noch mit Kane. Der ist nicht vertont. Mein Freund, es gibt da jemanden, den ihr treffen solltet. Ein Kollege von Charcy namens Rayek. Er ist ein Überlebender des Ariad und so etwas wie ein Gelehrter. Seine harrogatische Expertise zusammen mit Charcys Schmiedefertigkeit trägt bereits Früchte. Er hat den Einfrinnbaum erforscht. Das ist der lange, knorrige Baum mitten in Westmark. Legenden zufolge wurde er von König Rakkes zu Zeiten der Gründung von Westmark gepflanzt. Aber Rayek ist anderer Meinung. Er vermutet, dass der Baum so alt wie Sanctuario selbst ist. Mit Charcys Hilfe hat er ein Gerät gebaut, das eine dunkle Energie entdeckt hat, die von dem Baum ausgeht. Ich vermute, dass er eure Hilfe gebrauchen könnte. Findet ihn und richtet ihm meine Grüße aus. Na, was für ein Feature wollt ihr uns jetzt schon wieder beibringen? Hier ist der knotige Baum. Die Energie ist rhythmisch. Das Schlagen eines Hammers gegen einen Amboss wahrscheinlich. Mal gucken. Ihr müsst Rayek sein. Deckard Cain hat mich gebeten, euch bei eurem Experiment zur Hand zu gehen. Von euch hat Cain gesprochen? Gut. Ihr seid gerade zur richtigen Zeit gekommen. Mein Reliquar der Hölle hat sich mit der Energie verwoben, die aus dem Einfrinnbaum dringt. Das bestätigt meine Vermutung. Was auch immer hinter dem Baum liegt, ist dämonischer Natur. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu zerstören? Den Baum zerstören? Das ist absolut das Letzte, was wir tun sollten. Der Einfrinnbaum ist das Einzige, das die Dämonen zurückhält. Und er scheint schwächer zu werden. Aber ich habe eine Idee. Der Reliquar der Hölle ist eine Verbindung von Energie. Wir müssen nur jemanden finden, der mächtig genug ist, um den Reliquar der Hölle zu benutzen und dem Einfrinnbaum seine Kraft zu leihen. Aha. Worauf wartet ihr noch? Deshalb hat keiner euch geschickt. Nehmt es. Okay. Und jetzt spawnt ein Portal im Baum. Because that's what trees do. Bemerkenswert. Sie scheint auf euch zu reagieren. Nehmt das Reliquar der Hölle wieder auf. Haltet euch diesmal nicht zurück. Ich halte mich nie zurück. Lasers! Ja, sieht jetzt viel besser aus. Wenn diese Fleischkugel besorgt ist, die Dialoge sind zu schnell. Ich werde nicht aufhören, bis mein Feuer gesättigt ist. Aha. Okay. Was ist da jetzt passiert? Wo seid ihr gewesen? Wir haben versagt. Die Hölle selbst wurde in der Westmark entfesselt. Ich verstehe das nicht. Wir waren gerade noch mit eurem Reliquar der Hölle vor dem Baum.
Der Einfrennbaum wurde vom Höllenfürsten Iselech aufgerissen. Ihr müsst einen Weg finden, ihn zu schließen, bevor Iselech hindurchkommen kann. Sonst ist Sanctuario verloren. Ja, no pressure und so, ne? Es geht ja nur um die ganze Welt schon wieder. Das werde ich nicht zulassen. Also vor allen Dingen, warum ist dir das vorher nicht aufgefallen? Okay. Wird hier mal eben die ganze Stadt überrannt? Seid auf der Hut, sie haben die Barrikade durchbrochen. Gebt nicht auf, kein Dämon darf hindurchkommen. Ja, aber ich will hindurchkommen. Guckt mal, die fällt nämlich wie Papier auseinander, wenn ich da durchgehe. Einfach so. Bist du jetzt rausgelaufen, damit du plötzlich wieder drin stehst? Ja. Geh da hin und komm wieder zurück, das Spiel. So. So, das ist ja hier alles ganz hübsch. Aber ich habe noch nicht so richtig gerafft, was passiert, wenn ich ehrlich bin. Also ist die Plotline jetzt tatsächlich... Weil der Kerl mit seinem Reliquar am Baum rumgespielt hat, ist gerade Westmark gefallen. Oder fast gefallen. Und wir müssen das wieder hinbiegen. Das kann ja nicht, also, ne, euer Ernst sein. Darf ich da vielleicht? Danke. Haus Herold Kühl, akzeptiert euer Schicksal. Ihr seid mit einem Text viel zu langsam beim Vorlesen. Reitet ein Dämon auf dem anderen. Das ist schon ein bisschen cool. Todesspitze, die breche ich mal ab. Ah, zerstört alle drei Todesspitzen. Das kann ich. Versteck dich nicht dahinter. So. Der Hin- und Wieder-Zurück-Simulator. Genau. Und ich dachte immer, hauptsächlich macht das Final Fantasy 14. Aber Diablo Immortal kann das auch ganz gut. I am healed. Ihr wagt es euch dem Willen der Zornesbrut zu widersetzen? Ja. Wage ich. Es wird euch teuer zu stehen kommen. Vielleicht. Aber ich habe ein Wagenrad. Deshalb wage ich das gerne. So. Pew-pew. Und so. Spüre die Macht des Pew-pew. Was... signifikant anders ist als die Macht des Pupu. Nur, dass ihr es wisst. Euer Sieg bedeutet rein gar nichts. Ja, typischer Bösewichtsspruch. So. Habe ich jetzt gewonnen? Okay, jetzt ein Eis. Nur noch nicht durch. Ach, ich muss die Wand erst anklicken, damit sie weggeht. Ja, das ergibt irgendwie Sinn. Und da ist Lassal, der Flammenumsponnene.
seid schwächer als ich dachte. Das ist okay. Du bist schließlich auch schwächer als ich dachte. Ella Badge. Kein Gegner für mich. Ach, jetzt kommst du und beschützt mich. Das werdet ihr nicht. Der stirbt jetzt nicht wirklich, oder? Hey, geht es euch gut? Könnt ihr mich hören? Was ist passiert? Ich war gerade, als ich das Reliquar der Hölle berührte, sah ich etwas. Westmark stand in Flammen. Ein großer Höllenfürst hat die Mauern durchbrochen und entfesselte seine Zornesbrut. Der Tod war allgegenwärtig. Es fühlte sich so real an. Eine Vision, die der Baum geschenkt hat. Ja, tolles Geschenk, danke. Ist wie Socken zu Weihnachten. Danke für nichts. Die Druiden sagen, dass alle Bäume ihren Tod vorhersehen können. Es sieht so aus, als würde in der Zukunft dieses Baumes ein Dämonenfürst eine Rolle spielen. Wie halten wir es auf? Wir benutzen das Reliquar der Hölle. Wie ich schon sagte, ist es ein Leiter. Wenn wir ihm Energie zuführen, wird es eure Verbindung zum Einfrierbaum stärken. Mit genügend Energie können wir den Baum selbst als persönliches Tor nutzen und den Kampf zu diesen Dämonen tragen, bevor sie bereit sind. Möchte ich etwas versuchen? Nehmt euch das Reliquar der Hölle und dann denkt an einen Dämon. Aha. Sprechen Reiek. Ich sehe es in euren Augen. Ihr seht den Dämon, nicht wahr? Ja, den Chaos Herold. Ich habe ihn in meiner Vision getötet. Ich weiß, wo er jetzt ist. Dann tötet ihn noch einmal. Überbringt mir dieses Mal seine Überreste. Schließt Herausforderungsportal 2 ab. Oh. Aber das ist dann komischerweise nicht mehr hier am Baum, sondern da drüben. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Aber well, gucken wir uns das mal an. Tooltip, es gibt keinen Q-Level. Danke, den haben sie auch eiskalt aus Diablo 3 geklaut. So, na dann. Suchen wir uns mal den Portalwächter. Ist alles schee. So, guck mal hier und guck mal hier. Machen wir den Rest so platt, perfekt. Und weiter im Text. So, das wirkt ja jetzt erstmal ganz manierlich. Bis auf, dass hier keine Sau mehr ist. Das ist jetzt ein bisschen frech.
So. Wie soll ich denn rasch Gegner töten, wenn hier keine Gegner sind? Wie habt ihr euch das vorgestellt? So, oh, da gibt es noch einen Schrei. Oh, guck mal. Das ist doch nice. Also ein Champion, wenn man es bei genau nimmt. So, da viel Portalfortschritt raus. Das hier nett. So. Dann haben wir das doch gleich. Guck mal, da ist noch ein Champion. Hier leiten wir gerade wirklich wie durch Butter einfach. Der Portalwächter ist hier. Na dann, Chaos hier rollt Pyl. Feuer soll verbrennen und Fleisch vergehen. Zerstörung, Hass und den Menschen ein Wohlgefallen oder so ähnlich heißt es doch. So, der ist leider lappig. Lappig! Lappig! So. Pils fließendes Chaos. So. Zack. Und zurückkehren. Navigiere mich mal da zurück. Es ist spät. Ich bin faul. So, Hayek. Ihr seid zurück. Und ihr stinkt nach Dämon. Ich nehme also an, ihr wart erfolgreich. Seht euch das Reliquar der Hölle an. Es gibt Orte, an denen ihr dämonische Überreste aufbewahren könnt, wie die, die euer Chaos hier heute zurückgelassen hat. Sobald sie platziert wurden, werden sie versiegelt und das Gerät saugt die dämonische Energie ab. Seid ihr sicher, dass es eine gute Idee ist, dämonische Energie abzusaugen? Wir brauchen Energie. Wir benutzen Dämonen oder wir benutzen Personen. Auf mich persönlich wirkt Ersteres ethisch vertretbarer. Keine Sorge, das Versiegeln der Überreste wird die Dunkelheit zurückhalten und die Macht wird direkt an euch weitergeleitet, ohne sie zu verderben. Nehmt euch die Kiste und ich zeige es euch. Das klingt alles weird. Ich will das nicht machen. So, Ansehen des Reliquars der Hölle tippen. Reliquar der Hölle ist hier. Tippen, um dämonische Überreste zum Versiegeln auszuwählen. Pyls fließendes Chaos. Plus 10 Kampfwertung. 10% kritische Treffer in Herausforderungsportalen. Okay. Es ist vollbracht, hat es geklappt? Spürt ihr, wie seine Kraft durch euch hindurchfließt? Ja. Nein, vielleicht. Okay. Scheint ein weiterer Quell für Boni zu sein. Das ist erst der Anfang. Das Reliquar der Hölle wurde entwickelt, um mit Skoria verstärkt zu werden. Versteinertem Höllenfeuer. Je stärker es wird, desto stärker werdet ihr. Aha. Kommt, folgt mir. Chasi kann uns helfen. Aha. Das bedeutet also, ich muss jetzt die ganze Zeit diesen Kasten unterm Arm haben beim Kämpfen. Und dann bin ich stärker? Ich bin mir da noch unsicher, ob das so gut funktioniert. Eine instabile Mischung. Hey, ihr zwei habt euch getroffen. Was sollen die bösen Blicke? Wir haben herausgefunden, was mit dem Einfremdbaum passiert. Wir brauchen etwas Skoria, um das Reliquar der Hölle zu verstärken. Skoria, nun, das ist ein Gestein, an das nur schwer heranzukommen ist. Ihr müsst etwas hier herumliegen haben. Bitte, Charcy, das ist wichtig. Das Schicksal von ganz Westmark hängt davon ab. Hier müsste ich gleich dramatisch werden. Ich habe ein bisschen von der letzten Lieferung übrig. Für euch. Leider ist das alles, was ich habe. Die gute Nachricht ist, dass ihr ein Abenteurer seid. Ich bin mir sicher, ihr findet heraus, wie ihr mehr bekommen könnt. Be safe, alright? Klar. Frei nach dem Motto, ich kann dir nicht helfen, hilf dir selber.
dann dürfen wir das einmal aufwerten. Das kann man bestimmt auch später dann für echt Geld kaufen. So, neuen Ausrüstungsplatz freigeschaltet. Way. Ihr müsst das Reliquar der Hölle mit mehr Skoria verstärken, um mächtig genug zu sein, das Tor am Einfrannbaum zu öffnen. Ich werde jetzt mal Einfrannbaum zurückkehren. Er sollte zu Kane gehen und mit ihm und ihm von der Zornesbrut erzählen. Vielleicht kann er den Begriff, kennt er den Begriff aus einem seiner Bücher. Na dann, weiter geht's. Kane, ich habe ernste Neuigkeiten über den Einfrannbaum. Er hält Dämonen zurück, die sich selbst als Zornesbrut bezeichnen. Das ist ein Name aus einer alten Geschichte, von der ich nie auch nur wagte anzunehmen, dass sie wahr sei. Die Zornesbrut ist ein Kreis uralter dämonischer Ritter, die nur dem Herrn des Schreckens folgen. Also Diablo. Sie verbreiten Schrecken in den brennenden Höllen. Sie verbreiteten Schrecken in den brennenden Höllen, als sie Diablos Herrschaft als dunkler Fürst festigten. Aber ohne das Joch ihres Meisters haben sie ihren Blick auf Sanctuario gerichtet. Sie müssen aufgehalten werden, mein Freund. Freya glaubt, dass sein Reliquar der Hölle die Antwort ist. Ich werde mit ihm zusammenarbeiten, um diese Dämonen zu töten. Kane ist desinteressiert, aber gut, ich nehme Schweigen als Zustimmung. Ihr seid zurückgekehrt, seid ihr bereit, das Ringfall der Hölle zu verwenden, um einen weiteren Dämon aufzuspüren? Ja, ich fühle schon, wie sich etwas vortastet. Tentakel-Assoziation? Aufspüren. Verzeihung. So, das war Lassa der Flammenumspannende. Wow, ich hätte nicht erwartet, das wirklich zu sehen. Zum Glück hilft das Reliquar der Hölle dem Einfrannbaum dabei, den Dämon zurückzuhalten. Ihr sagtet, ihr hättet die Westbank in Flammen gesehen. Ist das der Dämon, der dort angegriffen hat? Ja. Sein Name ist Lassai. Ich war nicht stark genug, um ihn aufzuhalten. Doch, wir wären schon stark genug gewesen, um ihn aufzuhalten. Dann sprang Monsieur in den Schuss und alles war plötzlich ganz dramatisch. Dann bekämpft ihn nicht allein. Sammelt eure Kräfte, findet Verbündete und greift sein Heiligtum an. Tötet den Bastard, bevor er einen Weg findet, durchzubrechen. Ah, okay. Stellt eine Gruppe von 8 Personen zusammen. Ja. Gruppeninhalte. Okay. Dinge, die wir nicht tun werden. Stopp. So. Gut. Dann können wir das entkoppeln. Das, den Guide dürfen wir nicht entkoppeln. Wir können stattdessen dem Bestiarium folgen, wenn uns Langeweile ist. Wenn uns langweilig ist. Aber das hilft uns auch nicht viel. Gut. Dann würde ich sagen, kann man nochmal durch die Ausrüstung gehen. Dann ist das ein recht günstiger Zeitpunkt, um Feierabend zu machen, hätte ich gesagt. Noch die Schweine reinknöpern. Yeah.
Ich hab's gerade gesagt. Sir, Sir, you're being hunted. Okay, danke schön für deinen Raid. Kommt rein, setzt euch, nehmt euch Tee. Und hallo Kurkuma. Schön, dass du auch reinschaust. Schön, dass du mitgekommen bist. Okay, ich habe genau diese Sekunde gesagt. Lasst uns mal langsam Feierabend machen. Dein Timing ist quasi perfekt. Vielen lieben Dank für den Raid. Und ja, schön, dass ihr da seid. Was habt ihr gemacht? God of War. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Erzähl, erzähl, wie lief's? Wie lief's? Und hallo Cefix, schön, dass du mit reinschaust. So. Ich, mach dabei hier nochmal mein Inventar leer. So. Gucken mal, ob wir hier noch was aufwerten können. Ein bisschen was können wir noch machen. Zack. Das tut ihm jetzt nur ein ganz klein bisschen leid. Das ist okay. Das wäre andersrum genauso, Jay. Das wäre andersrum genauso. So. Ich kann dir verzeihen, wenn du mir davon erzählst, wie es dir heute bei God of War ergangen ist. Das ist ja, was uns eigentlich alle brennend interessiert. Und so. You do the fighting, I'll do the forging. Während ich hier nochmal kurz über meine Ausrüstung gehe. So nebenher. Ja, wer sich übrigens wundert, warum ich komisch klinge, ne? Ich hab mir halt so ein bisschen Corona eingefangen, aber wirklich nur marginal. So, warum darf ich den nicht? Ach, weil ich wollte schon sagen, ich hab doch. God of War war sehr cool, haben gerade die schwarze Rune von Tyr eingesammelt. Sehr gut. Der Tempel von Tyr, den fand ich auch was ganz Besonderes. Der war großartig. So, können wir hier noch was machen? Aufwerten? Nein. Kann ich einen Edelstein herstellen? Ja. Gesteckt der Kram. Davon habe ich ja schon einen. Finden wir raus. So. Verwalten. Wir haben hier nämlich schon einen. Ach, auf Rang 2. Dann tun wir hier einfach noch einen rein. Ihr könnt keine Duplikate legendärer Edelsteine ausrüsten. Das hättet ihr mir halt ruhig mal vorher sagen können. Aha, aber ich kann mit Hilfe dieses Dings den anderen aufrüsten. Ah, verstehe. So. Ja, dankeschön, Kurakuma. Dankeschön. Und also, es geht mir schon wieder verhältnismäßig gut, wie ihr seht, daran seht, dass ich hier sitze. Ich muss es aber tatsächlich langsam auch Feierabend machen, weil mein Stimmchen dann doch so langsam ein bisschen angegriffen ist. So. Ich denke, wir sind hier dann auch so weit. Dass wir das für heute hinter uns lassen können. So. Gut. Ach, seht ihr mal, ich glaube, die haben uns noch, genau, Gegenstände zugeschickt. Einen möglichen Krempel hier. Gute Güte. Einen möglichen Sachen in der Post. Mal ja wieder leer. Gelesene löschen. Zack. Wenigstens aufräumen kann man ordentlich. Tali ist AFK. Sagt schon mal gute Nacht. Das ist völlig okay. Ich werde das jetzt, wie gesagt, auch machen. Ich klicke mich hier jetzt noch einmal durch den ganzen Rest durch. Denn es gibt wirklich viel zu klicken in diesem Spiel. Das muss man leider wirklich sagen. So.